Gewalt, die jetzt im Zuge der Diskussion auch wieder zunimmt. Und wir haben nicht zuletzt natürlich auch Angriff auf die Gewerkschaften wieder verstärkt, sowohl auf der Ebene der Betriebe als auch im Diskurs. Also wir haben ein Riesenfeld und wir haben drei Gesprächspartnerinnen sozusagen hier auf dem Podium, die ich mal vorstellen möchte. Ganz links die Nora Bernays, die im Bündnisbüro Unteilbar aktiv ist. Die mobilisieren zur Großdemo am 13. Oktober. Das wird Nora mit Sicherheit dann nachher nochmal ausführen. Und sie ist auch aktiv beim Bündnis Aufstehen gegen Rassismus in Berlin. Neben mir sitzt Kaya Böbel. Kaya ist Bildungsreferentin im IG Metall Bildungszentrum am Pichelsee. Sie ist studierte Historikerin und seit vielen Jahren in der Antirassismusarbeit aktiv. Ja, und neben mir hier auf der anderen Seite sitzt Martina Renner. Martina Renner ist studiert? Philosophie, Kulturwissenschaften, alles Mögliche. Sie ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags für Die Linke, war vorher in Thüringen Abgeordnete und ist auch seit letztem Jahr auch stellvertretende Parteivorsitzende und ist auch seit vielen Jahren mit dem Thema extreme Rechte, mit antifaschistischer Politik beschäftigt, auch Kontext NSU-Untersuchungsausschuss Thüringen und ähnliche Aktivitäten. Also ich denke schon mal vom Podium her ein sehr hochkarätiges Podium, die aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen können. Mein Name ist Christoph Kopke, ich bin Professor für Politikwissenschaft und Zeitgeschichte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Ja, wir haben uns das so gedacht, dass wir zwei, drei Runden hier auf dem Podium machen, nicht allzu lang und dann ins Publikum öffnen. Wir haben theoretisch Zeit bis 20 Uhr, wir müssen es auch nicht völlig ausdehnen. Ich denke, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie hier Spaß an der Diskussion oder Notwendigkeit an der Diskussion sich entwickelt. Ja, wer möchte beginnen? Will jemand beginnen? Möchtest sonst lege ich es fest. Ja. Okay, gibt es eine bestimmte Frage oder soll ich einfach beginnen? Ich denke mal, wie würdest du aus deiner Sicht jetzt gerade den Stand beschreiben? Wo stehen wir, wo stehen die Rechte in ihrer Mobilisierung? Wo siehst du ganz konkret Ansatzpunkte auch in der Bündnismobilisierung, in den Aktivitäten, in denen du steckst? Also quasi wie guckst du aus deiner Perspektive vielleicht gerade auf die Entwicklung? Okay, also dann fange ich mal mit der Rechten an. Wir sehen ja mittlerweile seit Jahren, wie sich die AfD weiter aufbaut, wie sie sich immer weiter auch zu einer faschistischen Partei entwickelt. Sie ist es noch nicht, aber der Flügel um Björn Höcke wird immer stärker. Die Strategie von Faschisten ist, dass sie einerseits übers Parlament den Staat verändern wollen, durch Wahlen in die staatlichen Institutionen kommen wollen und auf der anderen Seite auf der Straße mobilisieren. Und jetzt ganz aktuell sieht man in Chemnitz oder auch in Köthen ganz klar, dass sie eben diese Strategie fahren und damit weitergehen, dass sie versuchen, eben einerseits dadurch, dass sie jetzt im Bundestag sitzen, dadurch, dass sie in den Landtagen sitzen, von oben eine Politik zu machen, aber gleichzeitig eben auch von unten die Menschen auf der Straße für sich gewinnen, anschlussfähig sind, gemeinsam mit Nazis, mit Pegida, mit rechten Hooligans auf die Straße zu gehen und von dort versuchen, eben die Mitte der Gesellschaft nach rechts zu ziehen. Ganz perfide ist an dieser aktuellen Strategie, dass sie sich einzelne Sachen aussuchen, wie eben den Mord in Chemnitz oder auch in Köthen, den Fall, wo sich gerade herausgestellt hat, dass das Opfer wohl wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben ist und nicht umgebracht wurde. Trotzdem benutzen sie einzelne Fälle, die sie als Beispiel nehmen, dass Migrantinnen und Migranten kriminell wären, dass sie Mörder wären und benutzen das dann zur Mobilisierung. Markus Fronmeier hat getwittert am Tag, bevor diese rechten Mobs, hitlergrüßende Schlägertrupps durch Chemnitz gezogen sind. Am Tag davor hat Markus Fronmeier getwittert, todbringende Messermigration müsse gestoppt werden.
Und Alexander Gauland hat es auch gesagt. Es ist ein klarer Zusammenhang zwischen AfD und Rechter, die immer weiter den Schulterschluss suchen und immer mehr Menschen mobilisieren. Das ist, denke ich, eine total, ist eine erschreckende Sache, die da passiert. Aber natürlich hat diese Situation auch zur Folge gehabt, dass massenweise Menschen jetzt aufstehen, große Organisationen sich positionieren wollen und eben Einzelpersonen auch klar Position ziehen. Und das ist, glaube ich, was aktuell in der Situation das besonders Wichtige ist. Wir haben gesehen, dass in Chemnitz direkt an dem Montag danach ungefähr 1.000 bis 2.000 Menschen auf der Straße waren, dann an dem Wochenende später am Samstag 4.000 gegen Rassismus und ungefähr gleich viele bei AfD und pro Chemnitz. Ich war dort, man hat gemerkt, dass so der Druck, dass die ganze Welt im Prinzip ja auf Chemnitz geschaut hat, wo die Nazis wieder den öffentlichen Raum besetzen und eben wirklich als Menschenjagden dort veranstalten, dass das auch die Polizei unter Druck gesetzt hat. Wir konnten dort die Straße blockieren und sie haben es zugelassen. Es war eine absurde Situation, als wir dort auf der Straße saßen und die Polizei wollte uns gerade wegräumen. Dann haben wir angefangen zu rufen, wo wart ihr am Montag? Weil ja eben dort die Polizei nicht die Menschen geschützt hat, die dort gejagt wurden. Und eine Masse an Journalisten kam plötzlich angerannt, hat ihre Kameras auf uns gehalten und die Polizei hat sich zurückgezogen und hat uns nicht von der Straße geräumt. Wir konnten die AfD-Route weiter blockieren. Das war ein Zeichen, wo man gesehen hat, der Druck, den wir von unten auf der einen Seite durch unseren Protest, aber eben auch durch die große Aufmerksamkeit der Medien, durch die vielen Menschen, die sich da positioniert haben und gesagt haben, okay, also was jetzt in Chemnitz passiert, da können wir nicht mehr tatenlos zusehen. An dem Punkt hat man gemerkt, dass das eben auch einen Druck auf die staatlichen Institutionen ausübt und dass uns das mehr quasi Räume gibt, auch antirassistische Gegenproteste zu organisieren. Gleichzeitig war das Bündnis sehr breit, die SPD war gut vertreten, es waren ganz viele Geflüchtete dort, es waren Menschen aus verschiedenen Orten in Deutschland angereist und das war total wichtig. Ich hatte selber, vielleicht auch nochmal so aus einer persönlichen Perspektive, mich hatte an dem Dienstag vorher ein syrischer Freund gefragt, wann hört das in Chemnitz auf? Hört es bald auf oder müssen alle Ausländer da weg? Und er wollte von mir eine Motivation hören, weil normalerweise kann ich das und kann erzählen, was jetzt die antirassistische Bewegung vorhat und wie wir die Nazis schlagen. Und in dem Moment war ich echt sprachlos. Und erst an dem Samstag, als wir den Protest gesehen haben und dann am Montag, als 65.000 Leute bei Wir sind mehr bei diesem Konzert waren, war klar, ja, es funktioniert wirklich. Denn Wir sind mehr ist eine politische Strategie, die tatsächlich funktioniert, weil umso mehr Menschen sich positionieren, umso mehr andere brauchen keine Angst haben und können mitgehen. Und ich glaube, das ist, warum wir Bündnispolitik machen müssen. Das ist, warum wir Bündnisse wie Aufstehen gegen Rassismus, wie Unteilbar brauchen und dort auch über unsere Unterschiede hinweg uns zusammentun. Das ist bei Unteilbar jetzt besonders breit. Aufstehen gegen Rassismus gibt es ja schon länger, hat eine langfristige Strategie. Ich möchte die beiden Bündnisse einmal kurz vorstellen. Aufstehen gegen Rassismus ist ein Bündnis, das sich explizit gegen die AfD positioniert. Das wurde im April 2014 gegründet und hat zwei wichtige Strategien. Das eine sind die Stammtischkämpferinnen-Ausbildung, so Argumentationstrainings gegen rechte Hetze, wo es darum geht, selbst die Stimme erheben zu können und was dagegen zu sagen, wenn rassistische Parolen fallen. Es hat aktiven Gruppen, über 40 Gruppen im ganzen Bundesgebiet, wo Menschen aktiv werden gegen die AfD. Und natürlich ist Aufstehen gegen Rassismus bei den Protesten gegen die AfD-Bundesparteitage und Landesparteitage dabei. Das ist total wichtig, aber es ist eine permanente Strategie.
Und Unteilbar ist ein Bündnis, das sich jetzt ganz kürzlich erst gegründet hat, vor einem Monat ungefähr, ein wirklich breites Bündnis zu den Unterzeichnenden, ich kann es jetzt nur beispielhaft nennen, weil es so viele sind, gehören, die zum Beispiel der Lesben- und Schwulenverband, der Zentralrat der Muslime, Pro Asyl, die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der DGB Berlin-Brandenburg, Verdi und DGB-Jugend, IG Metall, Berlin-Brandenburg, Sachsen, die AWO, der Paritätische, Amnesty International, also auch lauter Organisationen dabei, die jetzt nicht bei jedem Bündnis normalerweise mit uns zusammen auf die Straße gehen, sondern es ist schon richtig groß geworden. Es hat Jan Böhmermann unterzeichnet und Maria Furtwängler. Es haben unterzeichnet Imame, Pfarrer, Pastorin. Also es ist so richtig breit ausgehetzt aus München, die dort die großen Proteste gegen die Polizeigesetze ja auch und gegen Seehofer organisiert haben, sind mit dabei. Welcome United, die jetzt am 29. September in Hamburg protestieren, haben mit unterzeichnet und auch die Seebrücke. Das bedeutet, es ist nochmal ein ganz breites, übergreifendes Bündnis. Und genau dazu, zu dieser Art, wie wir Bündnisse organisieren, warum das mal wieder notwendig ist, will ich nochmal was sagen. Und zwar, als Aufstehen gegen Rassismus gestartet ist, da war einerseits noch nicht so richtig klar, wie gefährlich die AfD ist, was wir jetzt offensichtlich sehen und was jetzt viel mehr Menschen begriffen haben, was sich auch die AfD immer wieder ja selbst bewiesen hat. Aber trotzdem haben wir ein relativ breites Bündnis schon auf die Beine gestellt. Nur mit einer kontinuierlichen Aktivität wird dann das Bündnis immer kleiner, weil natürlich Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, die nicht daran glauben, dass wir Rassismus und Faschismus mit Mobilisierung und auch auf der Straße in unserem Alltag begegnen müssen, diejenigen sind bei einem großen Protest dabei und dann ziehen sie sich ein Stück wieder zurück, machen ihre normale Arbeit weiter und beim nächsten großen Event kommen sie vielleicht wieder dazu. Was dazu führt, dass es schwieriger wird, Bündnisse zusammenzuhalten mit und gleichzeitig ist es natürlich auch von Arbeit gegen die Rechte immer eine Sisyphos-Arbeit, weil ja die Rechte sich immer wieder neu aufbaut und neu rekrutiert, wie wir an der NPD, den Republikanern und anderen Nazi-Parteien sehen, gegen die es wichtige, große Proteste gab, viele Menschen dazu beigetragen haben, dass sie mittlerweile nicht mehr so viel Bedeutung haben. Und jetzt haben wir die AfD und machen das Ganze wieder neu. Und es wird, das wissen wir auch, es wird so weitergehen, auch mit der AfD. Genau, deswegen müssen wir immer wieder neue Bündnisse aufbauen und eben auch solche schrecklichen Situationen wie jetzt in Chemnitz und in Köthen, als Motivation nehmen und benutzen, um die Menschen, die an dem Punkt sehen, jetzt ist es richtig schlimm, jetzt muss ich auch was machen, um die Menschen mitzunehmen und auch große Organisationen dazu bringen, sich zu positionieren und sich klar auf die antirassistische Seite zu stellen. Ja, schönen Dank für dieses Statement erstmal. Ja, Stichwort breite Bündnisse. Wir haben ja doch durchaus interessante Statements in letzter Zeit, wenn ich mal an das Zentralkomitee der deutschen Katholiken denke, die sich ja sehr eindeutig positioniert haben, bezüglich der AfD und den Vergleich mit dem Nationalsozialismus angestrengt haben. Die will ich jetzt nicht bewerten, aber es ist immerhin doch erstaunlich und zeigt doch, dass viele in dieser Gesellschaft beginnen, darüber nachzudenken, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir vielleicht mal handeln müssen. Ja, zu den breiten Bündnissen gehören natürlich die Gewerkschaften immer dazu. Die Gewerkschaften sind eigentlich der Ort in der Bundesrepublik Deutschland, in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn wir jetzt den Westen angucken, wo sozusagen sich immer positioniert wurde gegen die extreme Rechte. Seit Anbeginn, der DGB hat in den 60er Jahren als erster das Verbot der NPD gefordert. Er hat immer mobilisiert gegen die extreme Rechte. Gleichwohl haben wir das Problem, dass wir wissen, dass die Gewerkschaftsmitgliederinnen und Mitglieder nicht, die Mitglieder der Gewerkschaften nicht immun sind gegen Rassismus und extrem rechte Einstellungen. Im Gegenteil, bestimmte
Studien zeigen, dass hier vielleicht Vorurteile und bestimmte Einstellungen sogar höher vertreten sind als in der übrigen Gesellschaft. Gleichzeitig haben die Gewerkschaften in den letzten Jahren natürlich auch unter den veränderten Produktionsbedingungen mit Mitgliederrückgang zu kämpfen, mit den ganzen Veränderungen im Arbeitsmarkt, sodass die Gewerkschaften hier auch in einer Zwickmühle sind. Und wenn wir jetzt hier jemand haben mit Kaya, die Bildungsarbeit macht, dann ist das natürlich auch etwas, was vielleicht in früheren Jahren einfacher war, Bildungsarbeit zu machen in den Gewerkschaften. Also ich denke mal, ein großer Knoten, der bei dir liegt, einerseits müssen die Gewerkschaften mobilisiert werden, wir brauchen die Gewerkschaften, andererseits sehen wir die Gewerkschaften natürlich auch ein Problem, da jetzt adäquat mit umzugehen. Was meinst du dazu? Ja, ich könnte jetzt einfach zustimmend nicken und damit wäre das Gespräch beendet. Aber ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen ins Detail. Nein, du hast den Rahmen schon ganz gut gesteckt. Wir haben eine offizielle und wir haben eine nicht inoffizielle, aber wir haben eine Geschichte des Umgangs dahinter. Und die offizielle Umgehensweise, die ist relativ einfach. Die leiten wir aus der Satzung ab, wo im Paragraphen 2, und das gilt, glaube ich, für alle DGB-Gewerkschaften, ganz klar drinsteht, dass wir für Demokratie eintreten, dass unsere Aufgabe ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur zu verteidigen, sondern im Zweifel auch für sie zu kämpfen. Das geht also weit über das hinaus, was man jetzt bei einer Gewerkschaft einfach so als Tarifmaschine vermutet. Und das hat natürlich ganz klar mit den Erfahrungen 1933 fortfolgende zu tun. Und von daher ist das ein Auftrag, den haben wir mitbekommen, der ist uns auch als Organisation offiziell ausgesprochen bewusst. Der wird an allen Antikriegstagen und an allen 30. Januars und anderen Gedenktagen sehr eindeutig auch vermittelt, sei es schriftlich, sei es durch Reden. Und man könnte von daher ausgehen, es ist eigentlich alles in Ordnung, auch was unsere Positionierung jetzt in der Auseinandersetzung mit AfD und Organisationen weiter rechts angeht. Aber so einfach ist es eben nicht. Denn zum einen, wir haben Mitglieder und die wählen, und ich habe keine Verursachung, das jetzt anzuzweifeln, was die Wahlanalysen besagen, im Schnitt 2% häufiger die AfD, als das der bundesdeutsche Durchschnitt tut. Das ist seit den 80er Jahren, da gab es noch keine AfD, da gab es andere rechte Parteien, relativ gut analysiert. Wenn man zurückgeht bis in die Landtagswahlen 2016, dann kann man das auch relativ gut sehen. Und das sind Menschen, die bei uns Mitglieder sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und von daher gibt es auch eine gewisse, ja, Diskrepanz zwischen Basis, wobei die Basis natürlich so heterogen ist, dass man jetzt auch nicht von der Basis sprechen kann, aber eben Teilen der Basis, die das ausgesprochen kritisch sehen, wenn wir uns satzungsgemäß verhalten, und den Vertreterinnen und Vertretern des Vorstandes, ich bin als Bildungsreferentin auch Angestellte des Vorstandes, die da einfach eine relativ klare Haltung auch nach außen bis hin in die Bildungsarbeit hinein vertreten. Und lange Zeit kam es eben in der Dramatik nicht so zum Schwur, wie es jetzt gekommen ist. Vor der Gründung der AfD und ihrer Verstetigung in dieser kurzen Zeit waren wir zwar regional immer wieder herausgefordert, aber dass wir uns jetzt tatsächlich auch zu einer Partei verhalten müssen, die in absehbarer Zeit in jedem Landtag sitzt, das fordert uns mit dieser zum Teil auch sehr wohlfeil nach außen dargestellten Handlung sehr stark heraus. Und man kann das vielleicht exemplarisch an einer Entwicklung deutlich machen. 2015 war Gewerkschaftstag, also das ist das Parlament der Arbeit, da werden die Vorstände und anderes gewählt. Und der just zu dem Zeitpunkt dann frisch gewählte erste Vorsitzende, Jörg Hofmann, wurde, der Gewerkschaftstag ging Freitag zu Ende, am Samstag im Deutschlandfunk interviewt, morgens irgendwann zwischen 8 und 9. Und nachdem er so insgesamt über seine Aufgaben und Pläne für die Zukunft inklusive Arbeitszeitkampagne geredet hat, kam dann eben auch die Frage, wie, Herr Hofmann, gedenken Sie sich denn zu diesen zunehmend stärker werdenden rechten Tendenzen auch in den Betrieben zu positionieren? Und die Antwort war, ich erspare euch jetzt das Schwäbisch, aber wir haben da eine ganz klare Position, wer hetzt, der fliegt. Und ich war morgens beim Kuchenbacken, ich dachte, mein erster Vorsitzender, das ist schon eine gute Aussage, kurz und knapp, gucke eher per Zufall auf den Facebook-Auftritt der IG Metall, wo das Interview dann auch kurz danach eingestellt worden ist, und das war wohl die letzte Amtshandlung des Online-Teams, die sind danach ins Wochenende entfleucht, und dann hat sich ein Shitstorm von IG Metall-Mitgliedern auf dieser Timeline entwickelt, der ist legendär mittlerweile in der IG Metall geworden.
Ich habe dann da versucht, mit ein, zwei Kolleginnen und Kollegen bis Sonntagnachmittag, bis dann wieder jemand auftauchte, dagegen zu halten. Das war mäßig erfolgreich und wurde dann am Sonntagabend schlicht gelöscht. Das hat in der Organisation für einen ziemlichen Schockzustand gesorgt, weil man auch aus der gerade geschilderten Erfahrung, wir sind die Guten, wir sind Antifaschisten, damit nicht gerechnet hat. Und in Folge verstummte zu der Thematik nicht gänzlich, das wäre üble Nachrede, aber in einer Art und Weise, wie sie von vielen eher auf der linken Seite gewünscht worden ist, der Vorstand zu dem Thema. Es gab regionale Teilnahme an Bündnissen, es gab auch in unterschiedlichen Bezirken, die Bezirke der IG Metall sind ja auch politisch unterschiedlich aufgestellt, sehr starke Stellungnahmen, aber von Seiten des Vorstandes wurde immer eher der Wunsch danach geäußert, dass der komplette Vorstand und sich nicht einzelne Mitglieder ganz eindeutig positioniert. Mit dem Blick auf Demonstrationen, Kundgebungen, ich bleibe jetzt mal bei Sachsen, weil da doch gerade durch Pegida und jetzt auch Chemnitz vieles zu beobachten ist, war dann durchaus auch wahrzunehmen und das hat sich bis zu mir in meinen Seminaren auch durchgesetzt, in der Erkenntnis, dass es eben Metallerinnen und Metaller auf beiden Seiten der Barrikade gibt, wenn Pegida-Demonstrationen stattfinden. Also es gibt sowohl bei den Pegidisten Leute mit IG Metall-Fahne und es gibt auf der Gegenseite der Gegendemonstranten welche mit der IG Metall-Fahne. Und da hätte man zu Beginn auch geschickter mit umgehen können, um das mal vorsichtig so zu formulieren, um zu kapieren, dass wir das Problem auch in den eigenen Reihen haben und uns entsprechend positionieren müssen. Parallel dazu war es so, dass wir als DGB-Gewerkschaften eigentlich kurz nach der Gründung der AfD und der Entwicklung rechter Organisationen, das ist ja nicht nur die AfD, zunehmend aber auch in den Brennpunkt geraten sind. Also wenn man sich anguckt, gegen wen Rechtspopulisten agitieren und wen sie auf der Liste ihrer Feinde haben, dann gehören zu denen da oben eben auch ganz klar die Gewerkschaften. Und das fing damit an, dass 2014 die DGB-Veranstaltung zum 1. Mai in Weimar gestürmt worden ist. Das ist damals nicht in dem Maße skandalisiert worden, wie das schon meiner damaligen Einschätzung zufolge notwendig gewesen war, sondern man hat das dann allenfalls, ja, die haben da in Weimar sowieso Probleme, also man hat das dann zu so einer Weimar-Problematik gemacht und dann auch beschwiegen. 2016 gab es eine Stürmung, die zum Abbruch geführt hat, der 1. Mai-Veranstaltung des DGB in Zwickau. Da haben die Rechten die Gesamtveranstaltung gestürmt und ist dann nachgeholt worden. Auch das haben wir in der Organisation, beziehungsweise haben die DGB-Gewerkschaften, die das ja alle betrifft, nicht diskutiert, sondern nur eher am Rande zur Kenntnis genommen. Nebenbei in Zwickau finden mittlerweile die OV-Sitzungen, das heißt die Ortsverwaltungssitzungen, unter Wachschutz statt. Und es hat in Sachsen lange Zeit gedauert, bis man einen Wachschutz gefunden hat, dem man vertraut hat, diese Sitzung so weit zu schützen, dass man auch sicher sein kann, dass ungebetene Gäste nicht reingelassen werden. Das sind alles Dinge, die hätten wir früher ansprechen müssen und die fallen uns jetzt auf die Füße. Und nach Chemnitz hat tatsächlich ein Umdenken im größeren Stil beziehungsweise auch so eine blitzartige Erkenntnis eingesetzt. Also das, was Nora geschildert hat, das gilt auch gewerkschaftsintern, gerade was die Einzelgewerkschaften angeht. Der DGB ist ja nochmal in einer anderen Position und hat sich da auch sehr viel früher positioniert. Wir haben jetzt etwas als IG Metall, was von vielen mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen worden. Wir haben einen Beiratsbeschluss, der sich ganz klar positioniert. Der Beirat ist das höchste Gremium zwischen den Gewerkschaftstagen. Also so ein Riesentanker mit 2,3 Millionen Mitgliedern muss halt irgendwie organisiert werden und der Beirat tagt alle 6 bis 8 Wochen und da sind Vorstandsmitglieder und Leute aus den Bezirken und Geschäftsstellen drin vertreten und diese Erklärung hat die ganz klare Überschrift für Menschlichkeit und Solidarität gegen Spaltung, Rassismus und Hass und zitiert mehrfach in seinem Text den Hashtag Wir sind mehr und leitet nochmal ganz klar aus Grundgesetz und Satzung heraus ab, was unsere Aufgabe ist. Wenn ich das in den sozialen Medien richtig verfolge, dann ist die Zustimmung, genauso wie unsere Entscheidung jetzt in dem Bündnis unteilbar mitzuarbeiten, ausgesprochen groß.
Aber wir haben natürlich Gegenstimmen und Gegenwind. Und da würde ich jetzt erstmal, ohne jetzt zu lange reden zu wollen, ich bin gleich am Ende, sagen wollen, ja, das ist so. Das ist einfach in einer Welt, so wie sie gestaltet ist, haben wir Gegenwind. Und das Problem ist ein ganz anderes. Wir haben viel zu wenige Menschen, die in der Lage sind, darauf zu reagieren. Und ganz klar Stopp zu sagen. Sondern wir haben dann die Kopftätschler und wir haben die Leute, die meinen, naja, man muss ja doch mal irgendwie drüber reden dürfen oder ich halte jetzt nicht dagegen, denn dann treten die aus. Ja, dann treten sie halt aus. Also das heißt, wir sind im Moment, hoffe ich, in einem Lernprozess, der dahin führt, für uns ganz klar diese Positionierung, die wir jetzt haben, und da ist so eine sich demokratisch nicht nur gebende, sondern auch demokratisch aufgebaute Organisation, aber so wie alle anderen auch, es ist gut, was von oben zu haben, womit man arbeiten kann, und mit dem müssen wir jetzt tatsächlich arbeiten und uns klar positionieren. So, erstmal. Ja, vielen Dank für dieses Statement, was, glaube ich, sehr interessant auch war, weil es so ein bisschen geschildert hat, in welcher Zwickmühle ihr ja auch tatsächlich da steckt als Gewerkschaft. Wenn ich ganz kurz sozusagen Exkurs machen darf aus der Moderatorenrolle, ich war dieser Tage in Sachsen auf einer Veranstaltung, da ging es um die Frage, mit AfD und Rechten diskutieren, wie lassen wir sie zu auf Podien und so weiter, und viele sagten, wir haben überhaupt nicht mehr die Frage zu stellen, und die Kollegin, die von der IG Metall war, die hat gesagt, es ist scheißegal, was hier läuft, wir halten daran fest, IG Metall, wir laden die AfD nicht zu Podiumsdiskussionen ein. Und das ist eine klare Position, die ich gut finde, die ich auch gut finde, wenn man sozusagen in der Minderheit vielleicht sich im Moment auch wähnt, und trotzdem muss man mit bestimmten Positionen dann eben auch durchhalten. Ja, Martina Renner, vieles ist schon gefallen. Du hast den Blick einerseits aus dem Parlament, aber ich weiß, du bist auch viel unterwegs vor Ort, sozusagen in den Kämpfen, auf den Demonstrationen. Wie siehst du den ganzen Salat, hätte ich fast gesagt, ja, das ist respektlos. Ja. Ist es auch an, ja. Ich glaube, wenn wir darüber diskutieren und dann tatsächlich auch in Aktion kommen, zu der Frage, was sind linke Antworten auf den Rechtsruck, dann müssen wir zuerst noch mal ein paar Minuten darüber reden, was waren eigentlich die entscheidenden Faktoren, die den Aufstieg der Rechten, die diese autoritäre Rechtsentwicklung begünstigt haben. Weil wir, glaube ich, durch die Analyse der Faktoren dann auch ziemlich genau auf die politischen Felder kommen, wo wir tatsächlich diese Gegenmacht entwickeln müssen. Für mich sind das drei zentrale Faktoren. Ich meine, wir sind hier bei der linken Woche der Zukunft. Den ersten muss ich nicht sehr lange ausführen. Das ist natürlich die jahrzehntelange Politik der neoliberalen Koalition, die dazu geführt hat, dass, ja, ich würde sagen, das Wohlstands- und Aufstiegsversprechen der Sozialdemokratie der 70er Jahre abgelöst wurde durch eine Drohung, du kannst absteigen. Hartz IV, Arbeitslosigkeit, prekäre Jobs, Wohnungslosigkeit. Und diese existenzielle Verunsicherung und tatsächlich auch die Angst, ich finde, wir dürfen da auch von Angst sprechen, dass das zukünftige Leben und das Leben der Kinder möglicherweise eines unter... Die ist Ausgangspunkt dann einer rechten Politik, einer autoritären Politik, die diese Ängste, die sozialer Natur sind, umgemünzt haben auf Ängste vor Zuwanderung, vor kultureller Heterogenität, vor Kriminalität und Ähnliches. Und deswegen ist auch die Ansprache der Rechten auf diese Ängste ganz klar. Polizeigesetze, Überwachung, rassistische Asylgesetze und Ähnliches mehr. Wir müssen bei der Rechtsentwicklung mehr betrachten als nur die rassistische Formierung. Es geht weit darüber hinaus, und auch gerade die Debatten um die Polizeiaufgabengesetzverschärfung und Ähnliches gehören dort ganz unmittelbar hinein. Wie diese rassistische Anrufung der sozialen Verunsicherung aussieht, kann man aktuell zum Beispiel ganz gut sehen. Es gibt ein neues Lied der Nazi-Rechtsrockband Kategorie C. Das ist irgendwie die zentrale Nazi-Musikkombo, die für die Nazi-Hooligan-Szene irgendwie quasi den Takt vorgibt. Und in diesem Lied heißt es: Kein Schutz, keine Hilfe durch Vaterstaat, protestiert mit uns gegen diesen Verrat. Doch wir wurden niemals gefragt, denen da oben ist es egal, was das Volk dazu sagt. Das ist die Begleitmusik, das muss man einfach auch
nochmal irgendwie zur Kenntnis nehmen. Also erstens ökonomischer Faktor, zweitens, da haben wir als sozialistische Linke manchmal einen etwas nicht unscharfen Blick, aber manchmal nicht die ganz große Aufmerksamkeit, ist meiner Meinung nach der kulturpolitische Faktor. Thilo Sacherzin hat 2010 mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab eine der wirkungsvollsten rassistischen Debatten in der Bundesrepublik losgetreten. Da gab es die AfD noch gar nicht. Ja? Und ich meine, er ist in jede relevante Talkshow eingeladen worden. Er konnte in jedem relevanten Printmedium irgendwie seine Ansichten irgendwie zum Besten geben. Und die SPD hat die Chance verpasst, ihn auszuschließen. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich das auch als Ausgangspunkt dieser rechten Erfolgsgeschichte durchaus mitdenken. Es gab etwas weiteres neben Sacherzin. 2013, nicht so beachtet, gab es auch eine kulturpolitische Auseinandersetzung um eine Neuauflage des Buches Die kleine Hexe von Ottfried Preußler, vielleicht erinnern sich einige. Man hat bei dieser Neuauflage darauf geachtet, dass rassistische Begriffe oder koloniale Begriffe aus diesem Text irgendwie tatsächlich dann geändert wurden. Und es gab eine öffentliche Diskussion darüber, die insbesondere durch weiße ältere Männer geführt wurden, die für sich inbrünstig wirklich das Privileg einforderten, auch weiterhin rassistische Sprache zu benutzen und quasi die Definitionshoheit, die eigentlich die Betroffenen, also People of Color und Ähnliches über den Begriff von Rassismus in der Debatte eingeführt haben, den wegnehmen wollten und gesagt haben, wir definieren, was Rassismus ist, ja oder nein. Und das war auch ein Markstein in dieser kulturellen Debatte. Und dann der parlamentarische Faktor, und damit meine ich jetzt nicht die AfD, nachdem es, ich würde sagen, ab 2014, dann mit Höhepunkt 2015 und 2016 zum massiven Anstieg von rassistischer, neonazistischer Gewalt und Straßenmobilisierung gekommen ist, reagierte die Große Koalition mit der Verschärfung des Asylrechts, also Asylpaket 1 und 2, Inhalt kennt ihr. Und damit wiederholte sie ja quasi den Fehler der 90er Jahre, wo sie auf die schlimmen Ereignisse der Pogrome Hoyerswerda, Mölln, Rostock eben damals mit der Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl reagierte. Und wir haben auch das zum zweiten Mal nicht verhindert. Ja? Also es gab keine wirkliche parlamentarische und auch keine gesellschaftliche Situation, wo wir gegen diese Asylrechtsverschärfung wirklich wirkungsvoll agieren konnten. Und ich finde, das sind die drei Faktoren, parlamentarisch, ökonomisch und kulturell, wo wir, wenn wir darüber reden, was die Linke tun muss, glaube ich, auf allen diesen Feldern eine Antwort geben. Und jetzt ist ja die spannende Frage, warum können wir bislang, obwohl wir, glaube ich, an vielen Stellen eine gute Analyse haben zu dem, was die autoritäre Rechtsentwicklung in der Gesellschaft ausmacht, so wenig dagegen tun. Also warum können wir diese Offensive nicht stoppen? Und das kann man relativ salopp sagen, weil wir ja ziemlich manchmal gut analysieren können oder vielleicht auch schlau analysieren können, aber Einfluss, das haben wir eben oft nicht. Und das ist die Frage. Und wo wären die Einflusssphären, bei denen wir Druck machen können? Ich will jetzt in dieser ersten Runde über die parlamentarische Ebene reden, weil ich sitze hier als Bundestagsabgeordnete. Ich möchte gerne in der zweiten Runde ganz viel nochmal über die Möglichkeiten, gesellschaftlich außerparlamentarisch aktiv zu werden, reden, weil ich eben auch tatsächlich in so einer Twitter-Rolle hier bin, irgendwie, weil ich eben auch viel in Bündnissen arbeiten und in antifaschistischen Bewegungen. Aber wenn ich mir den parlamentarischen Raum angucke, dann würde ich schon sagen, da geht es halt auch um das Kräfteverhältnis. Ja? Und ganz viel, was diese Rechtsentwicklung angeht, hat die Große Koalition zu verantworten. Und es ist eben doch entscheidend, wer regiert und wer nicht. Ich will das an einem praktischen Beispiel nochmal zum Ende deutlich machen. Viele von uns sind in den letzten Wochen wirklich, haben sich aufgefordert gefühlt, irgendwie den bedrängten zivilgesellschaftlichen Projekten, zum Beispiel in Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie Miteinander, die unter massiven Angriffen irgendwie dort der AfD, aber auch von Teilen der CDU stehen, irgendwie tatsächlich solidarisch zur Seite zu stehen und sich zu überlegen, irgendwie, wie wir es schaffen, irgendwie diesen ganzen Wust an Unfug von Extremismus
Doktrin bis hin zu tatsächlich den Versuchen, diese Projekten das gar auszumachen, entgegenzuwirken. Und wenn wir dann schauen, irgendwie, wir haben ja irgendwie in den neuen Ländern, in allen Bundesländern entsprechende Strukturen, also Opferberatungsstellen, mobile Beratung und ähnliches mehr. In Sachsen-Anhalt und Sachsen laufen die gesellschaftlichen, politischen, parlamentarischen Auseinandersetzungen anders als in Thüringen. Das sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ja. Dort stehen diese Projekte nicht im Feuer. Dort schreiben die Zeitungen sie nicht nieder. Dort irgendwie sind sie anerkannter Gesprächspartner, auch irgendwie weit über dessen, was man so als links aufgeklärt apostrophiert. Und deswegen, glaube ich, ist das schon ganz entscheidend, wie auch Politik ein gesellschaftliches Klima schafft und wie es in dieser Situation sozusagen auch Schutzräume für Engagement schafft. Das ist nicht unwichtig. Und ich will das an einem zweiten Punkt nochmal deutlich machen. Als ich im Wahlkampf war, also mein Wahlkreis ist Erfurt-Weimar, ja, da habe ich mich im Vorfeld natürlich irgendwie damit irgendwie sozusagen ganz viel im Kopf irgendwie bewegt. Was mache ich? Ich muss da mit diesem Stefan Brandner von der AfD, der ist ja jetzt nicht prominent, ne, war ein guter Freund, Barty von Maaßen, da muss ich mich auf irgendwelche Podien setzen. Das war dann gar nicht so schlimm, weil sowohl der DGB wie alle Einzelgewerkschaften haben ihn nicht eingeladen. Da könnte man auch sagen, okay, das ist klar, das ist bei euch Beschluss. Aber der Rest hat ihn auch nicht eingeladen. Das katholische Büro hat gesagt, was habe ich denn mit der AfD zu diskutieren? Ja, das heißt, am Ende saß ich quasi nur beim MDR, die müssen, wegen öffentlich-rechtlich, mit ihm in der Runde. Der Rest hat Haltung gezeigt in diesen Wahlkämpfen. Und das kann man mal vergleichen mit anderen Bundesländern, das ist dort nicht so. Und deswegen ist es nicht unentscheidend, wie auch sozusagen Regierungspolitik aussieht. Jetzt sozusagen das Plädoyer als eine Abgeordnete. Und danach würde ich noch mal ganz viele Einzelbeispiele sagen zu dem, was gerade für mich gesellschaftliche, auch, ich sage es bewusst, aktionistische Aufgabe ist. Ja, das war natürlich auch ein schöner Rundumgang. Man könnte noch vieles ergänzen, mir ist viel eingefallen dabei, was in den 1990er Jahren angefangen hat. Ich will ja nicht zu viel aus der Moderatorenrolle springen, aber die Legitimierung des Antifaschismus wäre ja auch noch ein Thema. Damit ist nicht gemeint die notwendige kritische Aufarbeitung der Fehler oder des verengten Antifaschismus in der DDR, wozu die PDS und die Partei Die Linke sehr viel auch gemacht hat, was ihr ja immer abgesprochen wird, sondern die absolute Delegitimierung von Antifaschismus, was auch so ein Bündnisprojekt ist, von ganz rechts bis in bestimmte Behörden hinein. Ja, also der Stichwort Kulturkampf wäre einerseits etwas und gleichzeitig die Frage, will eigentlich die Gesellschaft, haben wir das Gefühl, dass die Gesellschaft tatsächlich so einen Wechsel will in den AfD-Staat, wenn wir doch die Städte Westdeutschlands gehen und auch in den meisten ostdeutschen Städten haben wir doch nicht den Eindruck, dass man hier in den Jörg-Meuthen 50er-Jahre-Staat oder in den Höcke noch ein paar Jahre vorher Staat zurückgehen möchte. Die Frage ist also vielleicht an Nora, wie schaffen wir es, die Menschen zu mobilisieren, die gar nicht politisch sind, die aber kulturell keine Lust haben auf so einen spießigen Kasernenhofstaat, auf so einen AfD-Staat. Das muss doch langweilig sein in so einem Land. Da sind doch viele Menschen, die hier feiern, die Spaß haben, die sich selbst organisieren, die sagen, wir leben, wie wir wollen, wir leben unsere sexuelle Orientierung, wie wir wollen, die sich aber eigentlich für Politik gar nicht groß interessieren. Und ich glaube, es ist ein Stück weit bei der einen Demo in Berlin ja auch gelungen, in diese Spektren reinzugehen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, nochmal den Menschen klarzumachen, versuchen, an Menschen zu gehen, dass, wenn ihr die wählt oder wenn ihr zulasst, dass die Einfluss bekommen, dann ist das ein Klima in dem Land, wo es vielleicht für dich gar nicht mehr so schön ist, wie es jetzt gerade ist, bei allem, was wir an den Verhältnissen hier dennoch kritisieren. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, wenn wir auf die Mitte zugehen, müssen wir erstmal gucken, wen haben wir da vor uns? Also die Mitte ist gespalten. Wir erleben eine fortschreitende Polarisierung in den letzten Jahren, wo sich Leute einerseits mehr nach rechts entwickeln, aber wo auch mehr Leute sich klarer antirassistisch oder auch links positionieren. Nur ein Beispiel, einmal Zahlen dazu. Eine Umfrage aus diesem Jahr im März hat gefragt, gehört der Islam zu Deutschland? 47% sagen ja, der Islam gehört zu Deutschland. 46% sagen nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Im Osten sind es 62%, die natürlich gegen den Islam sind. Und unter den eher jüngeren Menschen
75%, die sagen, der Islam gehört dazu. Nur diese Zahl, ne, einfach weil Muslime diejenigen sind, gegen die am meisten gehetzt wird, zusammen mit Geflüchteten, das jetzt einfach beispielhaft, daran kann man sehen, wie sehr gespalten die Gesellschaft ist und wie es auch auseinandergeht. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, sich zu überlegen, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Wollen wir diejenigen, die rassistisch sind, überzeugen, es nicht mehr zu sein, oder wollen wir diejenigen, die in der Mitte sind, eigentlich antirassistisch sind, davon überzeugen, das auch klar zu sagen? Und das haben wir bei Aufstehen gegen Rassismus immer wieder auch diese Frage gehabt und viel weiterentwickelt. Ich glaube, es geht in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, eine antirassistische Mehrheit aufzubauen. Also zu zeigen, es gehört dazu, sich gegen Rassismus, gegen die AfD zu positionieren. Wir sind mehr. Wenn du bei den Rechten stehst, dann bist du ausgeschlossen, dann stehst du am Rand der Gesellschaft. Dafür ist diese Strategie mit der roten Linie total wichtig. Die AfD eben nicht auf dem Podium einzuladen, mit AfD-Funktionären nicht zu diskutieren. Und gleichzeitig aber eben Menschen, die eigentlich auf unserer Seite stehen, zu ermutigen. Das sind jetzt zum Beispiel die Pastoren oder Imame, die sich vielleicht jetzt klar positionieren. Es ist genauso der Paritätische, der eine ganze Zeit lang sich nicht zur AfD geäußert hat und dann vor ein paar Monaten oder einem Jahr ungefähr mal sagt, okay, wir haben gemerkt, die Strategie, sich nicht zur AfD zu verhalten, funktioniert nicht. Wir stellen uns jetzt klar dagegen. Das ist eine Entwicklung, die wir brauchen. Denn die meisten Menschen wollen nicht eine Position vertreten, mit der sie in ihrem Umfeld alleine sind, unter ihren Kolleginnen, in ihrer Familie und so weiter, sondern sie wollen eine gemeinsame Position haben. Und deswegen ist es auch eine schrittweise Sache. Wie kriegen wir das hin, dass die sich positionieren, die eigentlich unpolitisch sind, aber auf keinen Fall rassistisch? Genau, du hast es gerade angesprochen, Christoph. Als die AfD am 27. Mai in Berlin aufmarschieren wollte, da haben sich richtig breite Bündnisse gegründet, und zwar mehrere. Es gab die vielen, ein Bündnis aus Theatern und Kulturschaffenden, die die glänzende Demo gemacht haben. Die hatten aus diesen Rettungsdecken die Folien, erinnert ihr euch bestimmt dran. Da haben sich sehr viele Menschen aus Kunst, Kultur, Theatern positioniert. Dann gab es die Anarche, die Wasserdemo, die auf der Spree klar gezeigt haben, irgendwie, wie sie sich gegen die AfD positionieren. Dann gab es Stopp den Hass, da war ich auch mit dabei. Das war ein breites Bündnis eher aus politischen Organisationen. Also es waren Linke, Grüne, SPD dabei. Es waren Gewerkschaften, Migrantinnenorganisationen. Dankeschön. Genau, haben sich dort zusammengetan und dann, und das war ja das Größte, und das über das alle gesprochen haben, gab es AfD-Wegbassen. Reclaim Club Culture, ein ziemlich linkes Bündnis von eher linkeren Clubbetreibern und Betreiberinnen, haben sich gedacht, okay, Hauptsache es knallt, wir müssen jetzt einen großen Rave gegen die AfD machen, damit viele kommen. Es war total spannend, wie das Fahrt aufgenommen hat. Die haben total provoziert mit ihrer Aussage, haben genau mit dem Slogan Hauptsache es knallt, mit einer Pille in einer bunten Farbe mit Antifa-Fahnen drauf, haben sie gegen die AfD mobilisiert, und sie haben einen totalen Schneeballeffekt hinbekommen. Zuerst waren eher die linken Clubs mit dabei, wie zum Beispiel About Blank, Mensch Meier, Clubs, wo einfach linke Antifa-Leute sowieso mit drin sind und die sich klar positionieren, die auch innerhalb ihrer Clubs darauf setzen, dass es keinen Rassismus dort gibt, kein Sexismus, die Awareness-Strukturen haben und so weiter.
Und dann wurde es einfach cool, gegen die AfD zu sein. Und dann sind immer mehr Clubs aufgesprungen. Der Tresor zum Beispiel oder Birgit und Bier, Clubs, die jetzt nicht für eine linke Position bekannt sind, wo viele Touristen sind, die aber klar wussten, okay, also wenn wir in der Techno-Szene noch weiterhin ein Name sein wollen, dann müssen wir da jetzt mitmachen. Und dann, was passiert ist an dem Tag, an dem 27.05., als dann die AfD nach Berlin kam, die AfD waren ungefähr 5.000. Auf dem Rave waren 60.000 Menschen und bei den anderen Demos zusammen, Welcome United war auch dabei, die geflüchteten Selbstorganisation, die hatte ich vorhin vergessen, da waren gemeinsam 12.000 Menschen. Man hat also klar gezeigt, Politik muss Spaß machen, wenn man tanzend mit einem Schild gegen die AfD durch die Straßen ziehen kann, auch mit der Perspektive möglicherweise zu blockieren, dann kommen mehr Leute dazu. Das ist eine Strategie, die wir jetzt auch in Chemnitz gesehen haben. Am Samstag war die Demo mit einem breiten Bündnis, eher politisch, da gab es auch ein Konzert, aber Musik stand nicht im Vordergrund und es waren ungefähr 4.000, 5.000 Menschen da. Und dann am zwei Tage später, am Montag, wo eigentlich alle arbeiten müssen, kamen Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet, 65.000, zu Wir sind mehr und haben dort an dem Konzert teilgenommen. Also es ist schon auch ein bisschen, wir müssen Politik neu erfinden, damit Leute Lust haben mitzumachen. Und bei Unteilbar, das Programm wird erst nächste Woche bekannt gegeben, deswegen darf ich hier jetzt noch nichts sagen, ist noch alles sehr geheim, aber da werden wir auch darauf setzen, ein buntes Programm zu haben mit Musik von Klassik bis Gangster-Rap. Wir wollen möglichst viele auch unterschiedliche Musikrichtungen mitnehmen dieses Mal und genau, Kabarett, Poetry Slam, sowas in die Richtung wird es auch geben. Und Halber wird auf jeden Fall auch Spaß machen und wir hoffen dadurch noch mal mehr Menschen zu mobilisieren. Ja, das genau, es darf auch applaudiert werden. Es dürfen auch Eier geworfen werden und gepfiffen und sowas. Nee. Ja, nein, gut. Ich will mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen, weil das ist natürlich erstmal sehr gut und das ist, glaube ich, auch für Berlin eine richtige Strategie, die hier funktionieren kann. Es gab neulich in Hamburg eine Demonstration, glaube ich, mit 10.000 Leuten. Da haben einige aus dem Osten gesagt, Leute, ist ja alles schön und gut, aber das interessiert bei uns in Blauen keine Sau. Das hört bei uns in Magdeburg, das juckt niemand, wenn ihr da mit 10.000 Leuten in Hamburg demonstriert. Und die gleiche Kritik oder eine vergleichbare Kritik ist natürlich auch, klar ist das schön, wenn ihr mal am Wochenende alle kommt, aber in der Woche sind wir dann wieder alleine. Das heißt, wir müssen diesen Spagat hinbekommen, einerseits diese notwendigen Mobilisierungen zu machen, auch die Menschen hier mitzunehmen, ja, und gleichzeitig zu überlegen, wie gehen wir, welchen Ansatz finden wir mit Regionen, wo es ja tatsächlich auch reale Probleme gibt. Stichwort Neoliberalismus viel vorher, Ängste vor sozialen Abstieg, auch Abstiegserfahrungen oder zumindest das Narrativ, das hat man erlebt in den 90er Jahren oder irgendjemand in der Familie hat es erlebt. Und nun haben die Rechten es geschafft, hier diese sozialen Probleme, soziale Fragen rassistisch zu besetzen, rassistisch aufzuladen. Wir haben eine schwache Organisierung von Gewerkschaften im Vergleich zu den alten Ländern. Also jetzt, du ernst schon, die Frage geht an dich, wie kriegen wir sozusagen da wieder ein bisschen Land, was die Besetzung der sozialen Frage von links, sage ich jetzt mal etwas salopp, anbelangt. Wie können wir Einfluss erweitern in deindustrialisierten Regionen? Ist es für die IG Metall natürlich schwierig, dort groß Fuß zu fassen. Was können wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dort machen? Naja, wir machen es ja. Von daher ist es nicht nur die Frage kann im Sinne von könnte, sondern wie kann eine gute und in vielen Punkten wahrscheinlich auch bessere Gewerkschaftsarbeit aussehen? Also ich sitze hier in einem Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Das ist ein Bezirk, der ist von Deindustrialisierung, von Tarifflucht geprägt. Gerade was Brandenburg angeht, habe ich Kolleginnen und Kollegen, die in die Betriebe gehen und versuchen, sich gegen das Gewerkschaftsbusting durchzusetzen. Das ist wirklich sehr, sehr hartes Brot. Und trotzdem kann man darin auch eine Chance sehen. Also wenn wir uns angucken,
wie in anderen Ländern, aber bleiben wir jetzt mal ruhig bei unserer eigenen Arbeit, wie versucht wird, aus diesen Notsituationen heraus etwas entstehen zu lassen, dann haben wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter tatsächlich auch eine Chance, die viele andere nicht haben. Wir sind nämlich nicht diejenigen, die auf der Straße stehen, und wir sind nicht diejenigen, die irgendwo in einer Vertretung oder zu Hause sitzen, sondern wir haben in den Betrieben mit Menschen aus jeglichem Hintergrund zu tun. Das sind naturgemäß im Osten wenig Leute mit Migrationshintergrund, aber auch das ist kein gänzlich davon unbelecktes Gebiet. Das ist im Westen natürlich sehr viel stärker. Wir organisieren unendlich viele Leute mit Migrationshintergrund und schaffen damit auch Erfahrungen, die im Betrieb überhaupt erstmal gelebt werden müssen. Das ist das eine. Und wir reiben uns in unserer Arbeit, dass wir gestützt durch das Betriebsverfassungsgesetz in einem im Prinzip nicht demokratischen Konstrukt, so ein Betrieb, da kann man noch so viel drüber reden, ist aber keine demokratische Veranstaltung, trotzdem versuchen, mit demokratischen Mitteln eine Gegenmacht herzustellen. Das ist jetzt sehr plakativ formuliert, aber gute gewerkschaftliche Arbeit ist eine, die sich dessen tatsächlich auch bewusst ist und die die Themen auf diese Weise immer runterbricht. Es gibt vom Wissenschaftszentrum Berlin eine Studie, die ist vor ein paar Wochen rausgekommen, die ein ganz interessantes Ergebnis festgestellt hat, dass der Demokratieindex eines Landes, festgemacht an den Mitgliedstaaten der EU, umso höher ist, je mehr Beteiligungsmöglichkeit es auf betrieblicher Ebene gibt, was bei uns zum Beispiel durch das Betriebsverfassungsgesetz, durch gewerkschaftliche Strukturen ebenfalls gegeben ist. Und die Quintessenz, die daraus gezogen wurde und die ich nachvollziehbar finde, ist die, wenn Menschen betrieblich die Erfahrung machen, dass sie sich beteiligen können, sprich gute Beteiligungspolitik für sich leben können, für ihre eigenen Interessen, dann ist das tatsächlich eine Erfahrung, die man aus der betrieblichen Ebene auch mit in die Gesellschaft nehmen kann. Es gab vor, das ist, glaube ich, jetzt 8 oder 9 Jahre her, auch eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung, was so die Neigung, sich nach rechts zu orientieren von Vertrauensleuten, aktiven Vertrauensleuten und Betriebsratsmitgliedern ist. Und je engagierter die in nicht diktatorischen Strukturen arbeiten, desto weniger sind sie diesem ansonsten vorher bereits erwähnten Gewerkschaftsmodell, eher höhere Zustimmungsraten zu rechten Parteien und Strukturen gegenüber skeptisch. Und auf einer Ebene ist die reine Konzentration auf Betriebspolitik natürlich was ganz Schwieriges. Wir haben da als Gewerkschaften Erfahrungen aus der Zeit vor 33, die mächtig schiefgegangen sind. Wir haben in den letzten Jahren auch auf der Ebene gekämpft, wo häufig so als Vademecum zur Verhinderung der Rechten verkündet worden ist, ex cathedra, wir machen gute Betriebspolitik. Und wenn wir gute Betriebspolitik machen, dann hat überhaupt keiner Veranlassung, aus der Verelendung heraus sich für die Rechten zu engagieren. Das ist natürlich Bullshit, um das mal relativ platt zu formulieren. Aber der wahre Kern daran ist, wenn gute Betriebspolitik eine ist, die die Menschen ermächtigt, sich selber und ihre Geschicke in die Hand zu nehmen und zu verknüpfen, die betriebliche Situation mit der gesellschaftspolitischen, dann ist tatsächlich Betriebspolitik eines der vielen Mosaiksteinchen, mit denen man auch als Gewerkschaften, auch in den industrialisierten Gebieten oder in schwierigen tarifgeflüchteten Gebieten, wie das in Brandenburg der Fall ist, die Möglichkeit, so eine demokratische Alphabetisierung durchzuführen. Denn wer nicht die Erfahrung macht, dass es auf sein, auf ihr Handeln ankommt, wer nicht die Erfahrung macht, dass man in den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, die sind natürlich immer gesetzt, aber in diesen Rahmenbedingungen tatsächlich aktiv werden kann, da kann es dann unterschiedliche Konsequenzen geben. Und die eine ist eben auch die, dass die Leute nach irgendeiner Führerlichtgestalt oder nach einer Führerideologie gucken und sich von dort aus dann die Rettung erhoffen, die sie woanders nicht bekommen. Beteiligung übrigens nicht in dieser Top-Down-Nummer. Betriebsratsvorsitzender sagt, wir machen jetzt Beteiligung und stampft das bis nach unten durch, sondern tatsächlich Menschen auch die Gelegenheit zu geben, auf sich und ihre eigene Welt zu gucken. Und da muss man dann gar nicht das große Schild drüber hängen, wir machen jetzt Arbeit gegen rechts. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dass das ein Aspekt ist, der damit hinwirkt, dann hat man tatsächlich eine Chance. Und ein letzter Punkt zu der Sache mit dem Spaß. Ja, wir kommen nicht drum herum.
auch so ein gewisses Lustgefühl in der politischen Arbeit und auch in der Arbeit gegen rechts mit reinzunehmen. Das hat ganz viel mit uns zu tun, aber es ist auch misslich. Also jetzt mal auf mich selber geguckt, ich war in diesem Jahr auf mehr Demonstrationen gegen rechts als in den 20 Jahren davor. Und es macht keinen Spaß. Also ich habe da keinen Bock, jedes Wochenende hinzulatschen und gegen irgendeine rechte Organisation, gegen einen Frauenmarsch und sonst was zu demonstrieren. Ich sehe es als meine staatsbürgerliche Pflicht, das zu tun, weil ich genau weiß, was ich verhindern möchte. Aber dann möchte ich auch ein bisschen Vergnügen dabei haben. Von daher freue ich mich auf das Programm der Demo am 13. Oktober. Ich hoffe auf weitere Demos, die kommen müssen, auf auch gutes Programm. Und wenn ich jemanden eben nur dadurch erreiche, dass ich sage, da spielt die Band X oder Y, um jetzt nichts zu verraten, dann ist mir das am Anfang auch erstmal recht. Dann kommt die Person halt vielleicht erstmal deswegen mit und leckt dann hoffentlich Blut. Aber wir dürfen da auch nicht nur unsere eigenen schmalspurigen Wege gehen, sondern müssen gucken, dass die Zugänge zu solchen Entwicklungen vielfältig sind. Und je mehr wir anbieten, desto erheiternder kann es auch werden. Ja, und wer zu ergänzen, ist ja auch wichtig, wenn Künstlerinnen und Künstler sich positionieren, auch gerade Bekannte sich in der Frage eindeutig verhalten, weil die doch ein gewisses Leitbild dann für manche Leute doch sind. Ja, es sind ganz viele Sachen, an die du anknüpfen kannst. Du hast wahrscheinlich aber auch eigene Points noch. Ich brauche deswegen gar keine Frage formulieren, glaube ich. Ja, und ich werde auch nicht das wiederholen, was richtigerweise schon alles gesagt wurde. Aber deine Frage war ja schon richtig, Christoph. Also, was machen wir eigentlich in Regionen wie Cottbus, Köthen und Chemnitz, wo wir eben keine Strukturen vor Ort haben, die einfach in der Lage sind, Tausende ganz schnell, und das ist notwendig, auf die Straße zu bringen. Ich glaube, da ist zweierlei richtig. Zum einen, es ist jetzt auch schon gesagt worden, also irgendwie so linkes Naserümpfen irgendwie über so Konzerte und so, das können wir halt lassen. Ja? Ich fand das großartig irgendwie, da haben 65 oder 70.000 alerte Antifaschister gerufen irgendwie, ist mir alle mal lieber als eine Lichterkette irgendwie. So, das müssen wir halt auch mal irgendwie als Erfolg abpacken. Und das war ein Erfolg und das müssen wir auch selbstbewusst sagen und es politisiert vor allem auch die vielen jungen Leute, die da waren, weil es gab krasse, auch antikapitalistische, auch antirassistische Ansagen von der Bühne runter. Und das war für uns als Linke, als gesellschaftliche Linke ein Riesenerfolg. Und dann dürfen wir das andere, wenn Helene Fischer dann irgendwie, ich meine, das Statement war nicht so toll, aber egal, das können wir auch mal sagen, ist gut gewesen irgendwie. Ne? Punkt. Aber das ist noch nicht die Antwort auf die Frage, was machen wir halt irgendwie, weil sich, wir merken, dass ja solche rassistischen Mobilisierungen, auch diese gewalttätigen Ausschreitungen, auch die Situation, dass eben viele Menschen sich mittlerweile schutzlos fühlen in Regionen, wenn sie nicht in rechte Weltbilder passen, nicht wiederholen, die müssen wir beantworten. Und ich glaube, eine Antwort ist halt irgendwie die alte, klassische Antwort. Wir müssen leider auch von außen schnell mobilisieren. Es ist so, es ist auch nicht schön und es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig irgendwie gerade, aber wir können es nicht zulassen, wenn wir merken, es entstehen vor Ort anhand von tatsächlich mittlerweile einer professioneller Mobilisierung in einem breiten Schulterschluss irgendwie von AfD über organisierte neonazistische Szene bis zum gewaltsuchenden Spektrum von Nazi-Hools, irgendwie rechter Kampfsportszene und so weiter, stehen Situationen, wo überhaupt einem Tag quasi irgendwie diese rechten rassistischen Kräfte es schaffen, irgendwie sozusagen für sich irgendwie durchaus in Anspruch zu nehmen, irgendwie zu bestimmen, irgendwie wer auf die Straße darf und wer nicht und irgendwie wer besser zu Hause bleibt und wer nicht. Wir haben ja auch den Aufruf gerade gehört, irgendwie, den ich sehr unglücklich finde, irgendwie, dass ausländische sogenannte Studierende irgendwie in Köthen am besten irgendwie zu Hause bleiben. Halt, da müssen wir da hin. Ja? Wir können das nicht über 1, 2, 3 Tage laufen lassen. Ja? Das ist halt jetzt so. Und dafür müssen wir natürlich auch Strukturen haben. Ja? Und teilweise müssen wir vielleicht auch Strukturen reorganisieren. Ja? Und diese Aufgabe haben wir und die wird meines Gefühls nach bleiben. Ja? Also es wird jetzt auch mit Köthen nicht vorbei sein. Morgen ist ja noch mal eine große Mobilisierung dort der Rechten. Chemnitz hat gezeigt, dass sie auch ein bisschen langen Atem entwickeln, waren jetzt auch wieder Tausende unterwegs. Ja, also es bleibt. Ich glaube, wir brauchen auch Erfolge vor Ort.
Auch in der Folge in dem Zurückschlagen der rechten Mobilisierung, weil das, glaube ich, für die Leute vor Ort, die sich eben nicht trauen, Haltung zu zeigen, weil sie eben da leben, ja, wenn wir auch wieder wegfahren, ja, das Gefühl gibt irgendwie, okay, irgendwie, ich kann selbstbewusst auftreten, das hat auch wieder im Grunde so ein ähnlicher Gedanke wie auch im Gewerkschaftlichen mit Selbstermächtigung zu tun. Deswegen, wir müssen diese Prozesse tatsächlich auch so organisieren irgendwie, dass wir das Gefühl geben irgendwie, ihr seid nicht in der Minderheit, ihr seid nicht schutzlos, man kann sich organisieren, man kann was machen. Das heißt, wir brauchen auch Erfolge in dieser konkreten antifaschistischen Mobilisierung. Dazu gehört natürlich, dass wir weiterhin für das kämpfen, was wir immer gekämpft haben, dass diese Bündnisse, die das vor Ort tragen und auch in Köthen ist es morgens so, da rufen halt von den Kirchen bis zur Antifa alle auf, dass die halten, ja, also dass es keine Spaltung gibt in diesen Bündnissen, irgendwie, wir brauchen alle Teile dort irgendwie und dass man natürlich auch insbesondere immer wieder dafür kämpft, dass es irgendwie keine Diffamierung gibt von denen, irgendwie, die auch am entschiedensten irgendwie auf der Straße irgendwie, wie wir es auch gesehen haben, hier beim Hess-Aufmarsch und so weiter agieren. Und dann haben wir eine Aufgabe, die ist jetzt eher mal nicht so klassisch Antifa, die halte ich aber für die nächsten Jahre irgendwie für eine ganz zentrale. Ich glaube, wir können uns langsam mal überlegen, irgendwie, wie wir tatsächlich eine Situation schaffen, die es der CDU, CSU verunmöglicht, über Koalitionen, Tolerierungen, Bündnisse mit der AfD auf kommunaler oder Landesebene nachzudenken. Alles das, was derzeit noch formuliert wird, dort halte ich für Rhetorik, also Abgrenzungsrhetorik. Ja? Und es gibt durchaus prominente auch Kreise innerhalb der Bürgerlichen, die unter dem Stichwort konservative Revolution irgendwie sich da ein Zusammengehen vorstellen können. Was das dann bedeutet, sehen wir in Österreich, das müssen wir jetzt hier nicht lange diskutieren, insbesondere auch aus Sicht von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnenrechten irgendwie und der Verschärfung insbesondere, was die Situation von Arbeitsbedingungen angeht. Deswegen wird das eine Frage sein für uns als Linke. Ja, und die Frage wird sein, wie halten wir die CDU, CSU davon ab? Ist halt nicht unser klassisches Thema, uns eigentlich mit denen zu beschäftigen, aber die müssen, also darüber müssen wir diskutieren. Ja? Wie kann gesellschaftlicher Druck auf die so aufgebaut werden, dass die eine Haltelinie sehen? Ja? Ich habe da noch keine Antwort drauf. Ja? Aber wir können das halt nicht so laufen lassen, diese Amthors irgendwie und irgendwie, Maaßen gehört da ja im Grunde auch dazu, ja, oder unser Fraktionsvorsitzender Mike Moring in Thüringen irgendwie, der Kurz einlädt aus Österreich, den Bundeskanzler irgendwie und da schon mal ein leuchtendes Vorbild irgendwie präsentiert. Es gibt in Sachsen dazu Überlegungen, in Sachsen-Anhalt. Der Zug fährt da, ja, im Bereich irgendwie der Konservativen und wir haben da halt noch nicht so eine richtige Idee. Ja. Und das ist wenigstens mit dem Wahljahr 2019, nämlich den Wahlen in mehreren Bundesländern, ist der Punkt gesetzt. Bis dahin wir uns dazu also verhandelt haben müssen, wie wir gesellschaftlich sozusagen dort auch eine erfolgreiche Debatte organisieren, irgendwie, dass es ein No-Go ist, irgendwie mit, und ich finde, man kann das mittlerweile offen sagen, einer rechtsextremen Partei irgendwie zusammenzuarbeiten. Das halte ich jetzt nicht für das probate Mittel, aber ich glaube, die Frage, wie wir bestimmte Kreise in der, also wie wir den Fokus auf die Rechtsentwicklung auch auf das, was in der CDU passiert, ausdehnen, das ist, glaube ich, die Frage. Und da finde ich, haben wir durchaus auch in den letzten Tagen in der Auseinandersetzung um die Politik des Präsidenten des Bundesamtes, finde ich, durchaus auch mal gezeigt, dass wir diese Diskussion führen können, weil wir uns nicht mehr an seiner Person abgearbeitet haben, sondern an seiner politischen Agenda. Und ich finde das sehr, sehr prominent und sehr gut. Und vielleicht ist das ein Weg, irgendwie, wie man sich mit anderen Akteuren in diesem Bereich auch auseinandersetzen müsste. Ja gut, ich glaube, das ist ein guter Punkt, vielleicht jetzt mal, wenn Interesse besteht von euch, von Ihnen, sich zu Wort zu melden. Wir haben vorher vereinbart, dass dieser Teil nicht mit aufgenommen wird.